Ja, jetzt geht's los und damit ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal Frank 9 Langen. Es ist mal wieder Eisenbahn auf dem Tisch. Eisenbahn gelb bedeutet in der Regel, zumindest in Deutschland, Netzinstandhaltung. So sieht's aus. Netzinstandhaltung, die Baureihe 711. Und dieses Modell, so rum ist es richtig, ja, ist natürlich von Bluebricks, die Baureihe 711, der Oberleitungswagen, so heißt er richtig. Instandsetzungsfahrzeug für Oberleitungsanlagen. So steht es hier drauf. Es ist die Nummer 104776 mit 984 Teilen zum Preis von 42,95 Euro. So sieht das aus und das ist das fertige Fahrzeug. Es ist eine sehr, sehr lange Lokomotive bzw. ein Fahrzeug, müsste man ja besser sagen, statt Lokomotive, denn sie zieht ja in der Regel keine Fahrzeuge nach sich, sondern agiert dann eigenständig, weil sie so viel an Bord hat. Und das wollen wir uns heute alles anschauen. Und da sie dann unter anderem auch Oberleitungen repariert, habe ich eine solche mal auf die Schnelle, ja, improvisiert hier aufgebaut. Ja, die Maste sind nicht ganz so 100% technisch, wie sie in Wirklichkeit sind. Dafür Entschuldigung, aber ich denke, für die Demonstration, es geht ja um dieses Fahrzeug, ist das völlig okay mit meiner chinesischen Knotenschnur dazwischendurch. Ja, ihr habt auch schon gesehen, dass sie fährt. Das heißt, ich habe dieses Fahrzeug motorisiert mit einer Batteriebox in dem Fall. Da die Batteriebox keine Akkubox ist und natürlich nicht ansteuerbar ist, musste da auch ein Empfänger verbaut werden. Und da schauen wir uns vielleicht am Anfang auch mal ein paar Bilder vom Bau an. Ich glaube, es waren einige Teile über. Ich gehe mal davon aus, ich habe damals im April 2023, als ich sie gebaut habe, von den restlichen Teilen keine Fotos gemacht. Was ich aber fotografiert habe, das ist der Bau. Ist also schon eine wirklich Weile her, dass sie hier bei mir steht und fährt. Und ich zeige sie euch halt heute erst. Tut mir leid dafür, aber so ist es nun mal. Ja, da musste natürlich etwas Platz geschaffen werden im Innenraum, damit wir da eine Akku- bzw. Batteriebox reinbekommen. Dafür mussten dann die blauen Sitze dran glauben, die dann da raus mussten. Da kommt dann dieser Batteriekasten rein, der ist dann auch etwas höher als eine normale Vierer-Akkubox. Und daneben dann der Empfänger, der da oben drauf gedotzt wird natürlich. Und damit wir dann auch mit der Fernbedienung, die ich euch gleich zeige, das Ganze dann steuern können. Das ist eine Fernbedienung, ja, wo man die Geschwindigkeit mit regeln kann und die Geschwindigkeit halt auch dann konstant beibehalten wird. Das heißt, wir können den Zug oder dieses Fahrzeug hier im Kreis fahren lassen und die Fernbedienung weglegen, solange die Batterien noch kräftig genug sind und sie fährt. Also, ja, das zum Bau. Ich habe natürlich dann auch versucht, das Ende des Fahrgestells so wieder herzustellen am Motor, wie es dann auch im Original bei Bluebricks war. Das ist mir, glaube ich, ganz gelungen. Ist auch kein Hexenwerk. Das schafft ihr auch von alleine. Das muss ich euch jetzt nicht, glaube ich, noch explizit erklären. Für den Umbau ist das kein Problem. Ihr könnt das Kabel nach innen führen. Dafür ist dann in der Regel auch Platz genug. Das funktioniert ganz prima. Ja, die Lok steht hier. Und sie steht auf einem Bahnübergang. Diesen Bahnübergang, und ihr seht schon, der ist für Fußgänger und für Radfahrer gedacht, mit einer Schranke, die natürlich jetzt geschlossen ist, wenn der Zug oder dieses Fahrzeug da drauf steht, beziehungsweise natürlich vorbeifährt. Diesen Bahnübergang, den habe ich selber gebaut. Dafür gibt es dann auch in der Videobeschreibung eine PDF, falls ihr interessiert seid, wie das gebaut wird. Da gibt es eine PDF mit Bauanleitung. Ja, was es allerdings nicht gibt, sind die Aufkleber. Auch wenn das in der Bauanleitung so steht, die Aufkleber mit dem Fahrrad und den beiden Menschen da, die dann darüber gehen sollen, die Aufkleber gibt es leider nicht. Das sage ich schon mal. Vor einem Jahr habe ich gedacht, ja, die könntest du vielleicht nochmal anbieten. Mache ich aber nicht. Sorry dafür, aber ja, so ist es. Das gleiche gilt natürlich dann auch für den Schriftzug Netzinstandhaltung. Der ist dann auch geplottet, rausgeplottet, draufgeklebt. Habe ich gedacht, das geht natürlich auch. Das weiße DB-Zeichen ist geplottet. Das ist sehr, sehr, sehr fummelig aus der Folie rauszukriegen. Das habe ich schon mal mehrfach erwähnt. Also Aufkleber gibt es jetzt leider von mir keine mehr. Es ist einfach viel zu viel Arbeit. So, das Fahrzeug an sich. Ja, dieses Fahrzeug wurde 22 Mal gebaut plus ein Prototyp, der dann aber wohl, glaube ich, nicht den Betrieb aufgenommen hat. Und von diesen 22 Fahrzeugen
zwischen 2002 und 2004 gebaut, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Könnt das alles bei Wikipedia nachlesen. Von diesen 22 sind 4 abgebrannt. Man soll das gar nicht glauben. 4 Stück sind in Flammen aufgegangen, darunter eine spektakuläre Fahrt, wo das Fahrzeug dann einfach weggerollt ist und man hat es irgendwie versucht zu stoppen, dabei zu löschen. Es hat noch Böschungen in Brand gesetzt und so weiter. Schuld war die Hydraulik und ein Bremssystem, was dann nur... ja, ein Bremssystem war und kein Sicherheitsbremssystem, also ein zweites dazu, wo man sagen könnte, ja, ich bremse dann trotzdem, wenn eins ausfällt, habe ich noch ein zweites, das ging wohl irgendwie nicht. Ihr könnt das alles nachlesen, sehr interessant, bei Wikipedia, ein Originalfoto von einem solchen Fahrzeug habe ich leider nicht gemacht, von daher kann ich euch hier keins zeigen, aber ihr könnt da den Kollegen Google fragen, der findet ganz viele für euch. Also, ja, kleiner Frosch im Hals. Also, das Fahrzeug ist natürlich da, die Oberleitung zu reparieren und wir haben hier 2 Arbeitsbühnen drauf, die man rausschwenken kann. Einmal diese hier, da kann man dann auch noch ein Gitter hochklappen, wo dann später dann die Menschen draufstehen und dann, wenn man das zur Seite klappt, hier zur Seite schwenken kann. Ja, das geht dann zumindest hier bis zum Mast zur Seite hin. Eventuell reicht es sogar für die Oberleitung, das weiß ich nicht ganz genau. Man klappt das wieder runter. Wir haben hier natürlich einen Stromabnehmer, aber es ist nicht so, dass diese Lok hier mit einem Elektromotor fährt. Nein, die hat nämlich 2 Dieselmotoren verbaut. Das ist natürlich klar, wenn wir einen Oberleitungsschaden haben, können wir nicht mit einer Elektrolok ankommen. Das versteht sich eigentlich von alleine. Ich denke mal da, das ist zum Testen oder für, ich weiß nicht. Also ich bin jetzt kein Eisenbahner. Ihr werdet mir das in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall hat sie natürlich einen Stromabnehmer, der hier auch oben an meine Leitung kommt, wenn ich es nicht wieder abreiße beim Erzählen. Also das funktioniert ganz gut. Wir haben hier auch noch 2 Greifer, die wohl dann auch an die Oberleitung raufgreifen können. Ja, irgendwie so. Und dann soll das wohl irgendwie so da oben dran. Wie gesagt, ganz genau kann ich euch das nicht erklären. Was wir auf jeden Fall hier noch haben auf der anderen Seite, das ist eine Bühne, die wir dann noch hochfahren können. Natürlich auch hier ein Sicherheitsgitter für den Menschen, der da drauf steht. Und ihr seht schon, hier haben wir eine große Reichweite auch zur Seite hin und nach oben. Das geht übrigens auch in der Realität nach unten. Hier jetzt nicht, weil das Gelenk da nicht nach unten möchte, aber es geht auch nach unten, dass wir unterhalb oder auf Gleishöhe da irgendwas machen können, was vielleicht abseits vom Gleis ist, 1-2 Meter, wo wir sonst an der Böschung vielleicht nicht rankommen. Dafür geht das dann auch. Also hier beim Modell geht es nicht, aber es geht in der Realität. So, jetzt versuche ich das wieder mal richtig einzuklappen, denn darunter, da könnt ihr es vielleicht erkennen, da sitzt dann die Batteriebox, hier sitzt der Stecker drauf, der an die Fernbedienungseinheit, sozusagen an die Remote-Einheit geht. Und da ist ein grüner Schalter, mit dem wir dann die Batteriebox einschalten können. Mit den Fingern kommt man nicht ganz so gut dran, aber mit so einem kleinen Imbusschlüssel geht das wunderbar. Ja, dass die Lok fährt, habe ich euch auch schon gezeigt. Ich versuche das jetzt mal wieder zeitnah hier zusammen zu machen. Wollte ich noch irgendwas erzählen zur Geschichte? Wie gesagt, einfach mal nachlesen. Ist sehr interessant, finde ich, wenn ihr an Eisenbahn interessiert seid. Davon gehe ich jetzt mal aus, sonst würdet ihr dieses Video nicht schauen. Sage ich es einfach mal so. Also, in diesem Fahrzeug gibt es dann auch eine Werkstatt. Und wir können da auch nochmal reinblicken. Beim Bau habe ich die Fotos gemacht. Eine Werkstatt. Es gibt dann auch einen Aufenthaltsraum. Es gibt eine kleine Küche. Die ist, glaube ich, hier nicht verbaut. Ebenso wie eine Toilette, das heißt also, die ganze Mannschaft, die hier mitfährt, kann sich hier einen ganzen Tag lang drin aufhalten, ohne dass sie zum nächsten Bahnhof muss, was sich zu essen holen muss oder auf Toilette muss oder was auch immer. Das ist alles hier drin, Werkstatt, Aufenthaltsraum, eine kleine Küche, Toilette, habe ich schon gesagt, alles wunderbar. Und die Lok ist ziemlich lang, die ist sehr, sehr lang. Als ich sie gebaut habe, habe ich gedacht, was ist das denn für ein Oschi? Warum ist die denn so lang? Aber so ist es. Und wenn wir hier mal messen, ganz grob geschätzt sind es 46 cm bei 6W. Das ist eine ordentliche Ansage. Und diese Lok ist in der Tat 5 Meter länger als die Baureihe 103, ja, die vom Rheingold Express. Und tatsächlich auch nochmal 4 Meter länger als die Ludmilla. Man soll das gar nicht glauben, ein richtig... langes Gefährt und
Ja, wir können es nochmal aus der anderen Perspektive anschauen. Ich kann jetzt gar nicht so weit rumfahren, dass ihr die Front richtig sehen könnt, doch da kann man es ungefähr sehen. Wir haben hier weiße Lichter an dieser Fensterfront. Ich finde das sehr gut umgesetzt im Vergleich zum Original. Da ist natürlich alles noch etwas runder. Rund ist ja immer schwierig bei Klemmbausteinen. Und wir haben, ich hole sie dann vielleicht doch nochmal gerade hier vom Gleis, wenn mir das gelingt, ohne die Oberleitung abzureißen. Einmal darunter, ja, improvisiert. So sieht das aus. Von der anderen Seite einmal nach vorne die Front und das Ganze vielleicht einmal ganz kurz von unten betrachtet. Das normale Drehgestell, wie es von Bluebricks kommt. Und hier ist der Eisenbahnmotor drunter, der dann durch dieses Loch, da ist es, da nach innen geht. Ja, ich glaube, so kann man das ganz gut sehen von oben. Sieht das Ganze dann so aus. Hier der Stromabnehmer, der lässt sich natürlich auch einklappen. Das sind die beiden Drehbühnen, die da drauf sind. Einmal hier die zum Rausfahren und einmal die man nur zur Seite drehen kann. Und hier die Greifer, die an die Oberleitung gehen. Wir haben jede Menge Fenster da drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück oder so. Unterschiedlicher Größe. Ja, einmal von dieser Seite. Einmal von dieser Seite, so sieht es aus. Eigentlich sehr schön gelungen. Eine Tür ist natürlich auch angedeutet. Da und natürlich auf der anderen Seite da mit diesen Griffen kann man nicht so ganz deutlich als Tür erkennen, soll aber eine sein. Ja, das ist das Fahrzeug. Das ist das Fahrzeug. Wir setzen das mal hier auf die Seite. Hier auf die Seite. Es dauert einen Moment, bis mir das jetzt gelingt mit Reden und mit Draufschwenken. Es geht so gerade hier an dem Mast vorbei. Ja. Einmal so, dass das noch im Bild ist. Also, das ist die Fernbedienung. Ja, das ist so eine No-Name-Fernbedienung, wo man dann halt die Geschwindigkeit einstellen kann und man legt sie weg und das Fahrzeug fährt. Dann kommen wir jetzt mal zum Bahnübergang. Ja, bevor wir zum Bahnübergang kommen, zeige ich euch nochmal das Innenleben, wie es jetzt aktuell aussieht. Ja, da blinkt die Batteriebox und ihr seht dann auch den Empfänger daneben. Ich habe jetzt keine Hand frei zum Zeigen, aber ich versuche es mal so. Da sitzt dann der Empfänger. Da ist die Batteriebox. Da ist der grüne Knopf zum Einschalten. Dafür mussten die Sitze weichen. Ein paar Kabel dadurch. Und was ich noch gar nicht erwähnt habe, ihr seht das Licht da drin. Ja, ich habe Licht verlegt in den Raum. Einmal nach da. Da ist eine Lampe. Und einmal in den Fahrerraum. Ja, das haben wir jetzt alles da schön beleuchtet mit zwei LEDs, die ich da noch reingemacht habe. Da kann man es, glaube ich, nochmal sehen. Und da auf der anderen Seite, da hinten. So kann man sie beide sehen. Da auch. Das heißt, wir haben auch noch ein bisschen Licht da drin. Ja, das habe ich völlig vergessen am Anfang zu erwähnen. Da haben wir die Werkzeuge, sind da. Dann da ist auch noch ein Werkzeugschrank. Ja, ich finde das schon ziemlich gut gemacht. Ich glaube, die Küche ist da auch noch angedeutet. Also, es gibt viel zu bauen in diesem Set. Es ist ja viel, viel Platz in der Länge da. Jetzt aber zum Bahnübergang. Ja, der Bahnübergang und das Gegengewicht, das möchte schon mal hier runterfallen, weil es nicht so ganz so richtig da schön dran klemmt. Natürlich lässt sich die Schranke dann auch öffnen. Einmal und zweimal. Und wir können dann mit dem Fahrrad oder zu Fuß da durch. Ich habe gedacht, ich baue mal keinen Überweg für Fahrzeuge, sondern mache mal was anderes. Wir haben hier auch zwei Haltepositionen für die Fahrräder in Form von jeweils einer 1x4 Fliese, Entschuldigung, und einen Durchgang da, schön getrennt von den Fahrrädern für die Fußgänger. Ja, ist jetzt kein Hexenwerk, ist auch schon eine Ewigkeit her, dass ich das gebaut habe. Ich habe das dann mal als eins von drei Projekten in der Studio-App gemacht. Ihr könnt es natürlich irgendwie auch anders bauen. Ihr könnt euch gerne die Bauanleitung als PDF runterladen, versuchen es nachzubauen. Hinten ist eine Teileliste, was ihr braucht. Den Unterbau kann man natürlich auch anders machen. Ich habe es damals aus der Restekiste gebaut und ich würde sagen, wir trennen noch mal ganz kurz den Bahnübergang daraus, ohne dass ich alles kaputt mache. Ja, ohne dass ich alles kaputt mache. Es ist wieder herrlich heute. So sieht das Ganze dann von oben aus.
Ja, mit den Schranken, wie gesagt, die Dinger, die drehen sich natürlich. Das sind ja hier nur die, ich glaube, es ist ein ganz normaler Zweierpin, ein Schwarzer, der da drin steckt. Und der hält natürlich nicht so bombig. Und da reißt es manchmal auch ein bisschen ab. Aber einen Blick unten drunter werfen wir auch noch. Und da seht ihr natürlich die absolute Farbseuche da unten drunter. Ja, man sieht es ja nicht. Ja, es ist fast wie bei Lego. Ja, was soll ich sagen? Aber es ist kein Blau dabei. Es ist kein Blau dabei. Und das ist doch mal was. So sieht das aus. Ja, so sieht's aus. Also, das war der Bahnübergang. Ich glaube, mehr gibt es dafür gar nichts zu sagen. Wir haben noch ein paar Gitter hier an der Seite, habe ich noch dran gemacht. Wir können die Schranken auf und zu machen. Die legen sich dann hier in diese Vorrichtung. Da packen da schön rein, damit sie auch waagerecht da reinsitzen. Ja. Das war's, glaube ich, schon von der Netzinstandhaltung diese Woche. Und ich habe auch noch das andere Fahrzeug davon aus der 7er Baureihe von Bluebricks in 8W. Das zeige ich euch auch noch. Das erzähle ich euch alles, während ich das hier versuche wieder ranzumachen und meine Oberleitung mal gucke, dass sie auch in die richtige Richtung packt. Und dann können wir hier auch noch mal ganz Schluss, kurz zum Schluss fahren, nicht zu sehr. Man kann die Fernbedienung hier nicht so sehr schnell stoppen, wie zum Beispiel so eine Moltking-Fernbedienung. Ja, das funktioniert hier nicht so. Nicht, dass es hier mir hinten vom Tisch fährt. Das wollen wir nicht. Wir setzen es noch einmal so schön in die Mitte. Da kann man alles sehen, glaube ich zumindest. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und ich habe immer gedacht, in Zukunft, irgendwann baue ich mit Sicherheit noch mal ein paar Wagen für die Netzinstandhaltung dazu. Ich weiß gar nicht, es, ein paar Wagen gibt es im Original. Ja, vielleicht baue ich dann noch ein paar Wagen dazu. An Kreativität soll es ja nicht mangeln. Also, es gibt ja ein paar Fahrzeuge, die es auch für die Netzinstandhaltung dann noch zusätzlich gibt. Und da sehen wir uns damit bestimmt irgendwann einmal wieder. Ja, ich würde mich freuen, wenn euch dieses Video auch diese Woche gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare, falls ich irgendwo Blödsinn erzählt habe. Ich bin für jede Kritik offen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Habt eine schöne Zeit. Bis nächste Woche. Macht's gut und tschüss. Aber der Kollege kommt jetzt nochmal genau wie der Bahnübergang auf den Drehteller. Glaube ich zumindest. Also, der folgt jetzt noch. Also, bis nächste Woche. Macht's gut und tschüss.